Servus Leute, ja, heute möchte ich euch ein weiteres Buch aus der Welt um die Schattenjäger von Cassandra Clare vorstellen. Es ist ein Spin-off zur Reihe und es ist auch schon, ich glaube, im Herbst 2016 erschienen. Seitdem habe ich das auch schon. Bisher bin ich aber irgendwie, keine Ahnung, nicht dazu gekommen, das zu lesen. Ihr wisst ja, ich lese immer nur dann ein Buch, wenn ich auch wirklich Bock dazu habe. Und eigentlich hätte ich Bock gehabt, eben, glaube ich, Mai war es angesagt, 2016. Dann wurde es aber verschoben, weil dieses hier, dieses schöne Lady Midnight damals erschienen ist gleichzeitig. Und es ist ja eben ein weiteres Spin-off aus dieser Schattenjäger-Welt von Cassandra Clare. Nur eben geht es hier bei Legenden der Schattenjäger-Akademie um Simon Lewis, den besten Freund von Clary Fry. Ich lese euch ganz kurz mal hier den Buchrücken vor, den Klappentext. Simon Lewis hält ohne Erinnerung. Simon ist ohne seine Erinnerung völlig machtlos und muss herausfinden, wer er eigentlich ist. Hat er das Zeug zum Helden, der Dämonen bekämpft, wie ihm seine früheren Freunde Clary und Chase ständig erzählen? Oder ist er nicht eigentlich doch der bleiche, schwächliche Comic-Fan, der nicht einmal die Kraft hat, eine Waffe der Nephilim richtig in der Hand zu halten? Unzählige Überstunden in der Akademie bekräftigen eher diese Version. Und dann ist da noch Isabel, an deren Liebe er einfach sich nicht erinnern kann, auch wenn es in seinem Bauch flattert, wenn er an sie denkt. War er wirklich mit diesem tollen Mädchen zusammen? Und wenn ja, wie hat er das nur angestellt? Ja, um was geht's hier in die Legenden der Schattenjäger-Akademie? Ja, wie gesagt, um Simon Lewis, der im letzten Teil der Chroniken der Unterwelt ja sein Gedächtnis verloren hat und sich nur noch an eine Art Trugbild, das ihm von einem Dämonenfürsten vorgegaukelt wurde, erinnern kann. Und Magnus Bane hat ihm zwar so weit dazu verholfen, dass er sich teilweise daran erinnern kann, was in seinem wirklichen früheren Leben passiert ist, aber das sind immer nur so, Gedankenblitze, die durch seine Erinnerungen jagen, aber so nicht wirklich greifbar sind. Sind jetzt seine besten Freunde, Clarissa und Chase und natürlich seine Freundin, Isabel. An deren Liebe und an deren gemeinsame Beziehung er sich nicht erinnern kann und sich ihr auch irgendwie nicht würdig fühlt. Da kommen natürlich ganz schön Probleme auf ihn zu und er entscheidet sich eben, da er ja bei diesem ganzen Gedächtnisverlust und dem ganzen auch eben von diesem Fürsten wieder zum Leben, zum Menschen gemacht wurde. Er war ja vorher eine Zeit lang eben Vampir und untot somit. Und jetzt ist er wieder am Leben. Und daher entschließt er sich, das Angebot der Schattenjäger einzugehen, eben auf die Schattenjäger-Akademie zu gehen, sich 2 Jahre zum Schattenjäger
ausbilden zu lassen und dann schlussendlich aus dem Kelch der Engel zu trinken und in einen wirklichen wahren Schattenjäger verwandelt zu werden. Denn wenn man eben aus diesem Kelch trinkt, dann wird man zu einem, ja, so eine Art Schattenjäger eben, Engelswesen, so ein bisschen stärker, schneller und so weiter als ein normaler Mensch. Tja, davon handelt eben dieses Buch, diese Geschichte, wie Simon ja, zum Schattenjäger ausgebildet wird, wie er ja, diese Zweiklassengesellschaft versucht zu überwinden und zu verändern. Denn es ist, ich glaube, am besten ist es ein bisschen zu beschreiben mit Rassismus, denn er ist ein Mensch und an dieser Akademie werden auch gebürtige Schattenjäger ausgebildet, Junge, die sich im Prinzip ja für was Besseres halten. Tja, und durch den Einfluss von Simon, ja, verändert sich an diese Tradition und an dem, was hier an der Schattenjägerakademie so alles abgeht, doch auch wieder einiges. Tja, er versucht, um diese Liebe, die er anscheinend für Isabelle empfindet, denn sobald er das Mädel sieht, flattert sein Herz und er ist total durch den Wind. Weil eben scheinbar wahre Liebe noch nicht mal irgend so ein Dämon tja, ganz aufheben und zerstören kann. Und das merkt Simon und das merkt Isabelle auch vor allem, die ja um diese Beziehung kämpft. Tja. Er findet coole neue Freunde, bestreitet während den 2 Jahren sehr tolle, interessante Abenteuer, lernt die unterschiedlichsten Leute neu kennen, trifft richtig coole Leute, wieder neue und vor allem alte Charaktere, die hier ihren Auftritt finden. Es ist unheimlich spannend und unheimlich mitreißend, mitleidend fast geschrieben. Ich kann keinen wirklichen Bösewicht jetzt hier nennen, deswegen ist es eher ein bisschen, ja, fällt ein bisschen aus der Reihe, weil du in den meisten anderen Teilen immer irgendwo eine Art Bösewicht hast, so ein Feindbild, das hier ja, dankenderweise irgendwie fehlt. Denn auch, aber eben auch nicht. Mir hat dieses Feindbild in der ganzen Geschichte überhaupt nicht gefehlt. Es ist auch kein irgendwie so ein Zwischenteil. Es ist ein wahnsinnig, wie ich hoffe, toller Auftakt zu einer weiteren Reihe, eben zu Simon Lewis und dessen Leben. Ich bin ehrlich gesagt hellauf begeistert, mal wieder von Cassandra Clare, und ja, ich kann ehrlich gesagt nicht anders. Ich gebe hier für das Buch 15 Punkte und damit absolut volle Punktzahl. Ich liebe die ganze Welt, ich liebe die Charaktere, ich liebe die Schreibweise, ich bin absolut hoch zufrieden gewesen mit allem von dem Buch, auch dem Ende, ja, wo, lest's mal, vielleicht versteht ihr mich,
Ich bin da beim Ende zwar ein bisschen zwiegespalten, aber trotzdem ist es ein Ende, das okay ist. Ja, und es macht unheimlich Lust auf weitere Teile. Von dem her, ja, in diesem Sinne, liest mal wieder was.